Der Bubentraum der Degen-Zwillinge ist Tatsache geworden. Als einzige eineiige Zwillinge weltweit werden sie in der Nationalmannschaft an der Fußball-WM 2006 für die Schweiz im Einsatz stehen. Die Degen-Brothers sehen aber nicht nur fast gleich aus, es gibt auch noch weitere Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel spielen beide in einem Verein, bei dem die Fans als besonders emotional gelten. Also bei uns im Schnitt ist 76.800, so viel ich weiß. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt in ganz Europa. Und was in Dortmund oben abgeht, das muss ich schon sagen, das ist schon beeindruckend, dass die Fans hier in das Stadion pilgern, von überall, von allen Seiten und sogar von den sehr vielen Schweizer Fans. Ich habe schon etliche kennengelernt und ich muss sagen, ich bin sehr stolz, dass da so viele Leute uns unterstützen in Dortmund. Und sie unterstützen uns auch gegen untere Mannschaften, also wir haben fast nie unter 70.000. Wie wir wissen, können wir nicht regelmäßig alle. Aber wie gesagt, ich glaube, der Unterschied von jetzt Dortmund auf Basel ist gleich, wenn man anschaut, was in der Schweiz Basel bezweckt, ist gewaltig. Aber wenn man den Unterschied zwischen Dortmund und Basel noch vergleicht, ist gerade nochmal gewaltig. Also, das sind gleich wieder zwei andere Welten, obwohl Basel in der Schweiz gleich eine andere Welt ist. Beim Frauentyp sind sich die beiden Singles auch durchaus einig und haben den ähnlichen Geschmack. Ich weiss, eine, wo ich schwärme, was mir die Beste vom Besten ist, vom Aussehen her, ist Catherine Zeta-Jones. Die ist Gesicht, alles, das ist das Lachen, das ist für mich optisch, es ist eine sensationelle Frau. Alles, was sie gibt, und ich glaube auch, sie hat einen sensationellen Charakter, so wie sie sich gibt. Eben das, was ich sehe, habe ich verfolgt und wie gesagt, für mich optisch mäßig ist sie das Beste. Ich schließe mich sicher hier immer an. Das ist glaube ich eine Frau, die nicht mit der Schminke aufgewachsen ist, sondern genau. Mit der Natur und mit der Natürlichkeit. Und das sieht man auch dieser Frau an und da kann man schon ein Beispiel machen. Auch in der Stadt, sei es in Dortmund wie auch in Basel, sind die Degenbrüder nie alleine. Die Leute haben das verdient, das hat nichts mit Müssen zu tun, das machen wir freiwillig. Und die Leute haben das vielleicht verdient und das gehört. Aber eben, es gibt sicher mal einen Moment, wo ich gerne diskret und gerne reingehe. Was sicher schwierig ist. Einen großen Unterschied haben wir aber dennoch gefunden. Philipp Degen verdient als Profi in der Bundesliga bedeutend mehr Geld im Vergleich zu seinem Bruder. Ich habe in Basel einen Vertrag und es ist klar, dass der Philipp um einiges mehr verdient. Klar, er spielt in der Bundesliga und ja, ich glaube, der Philipp wird dazu etwas sagen, was so ein Verhältnis ist. Sicher verdiene ich einiges mehr. Ich denke sicher, dass das vielleicht 1 zu 10 oder 1 zu 8 ist, das Verhältnis. Genau weiss ich das auch nicht. Es kommt natürlich auch bei mir darauf an, wie viel das du spielst, wie viele Einsätze das du hast. Das ist natürlich auch so, es geht um Leistungsprämie. Und das ist auch so, wenn man jung ist. Und mir kommt schlussendlich geht's mir nicht ums Verdienen. Ich bin Fußballer. Ich habe gerne jeden Tag den Ball in den Füßen und das macht mir Spaß. Der absolute Wunschtraum der Degen-Zwillinge ist aber eindeutig. Gemeinsam mit der Nazi in einem WM-Spiel im Einsatz stehen und einen wichtigen Sieg einfahren, der für das Weiterkommen in der Vorrunde oder ab den Achtelfinals bedeutend ist. Und träumen sei auch erlaubt. Eineiige Zwillinge aus der Schweiz werden gemeinsam Weltmeister. Es wäre eine Premiere.